Ein ganz herzliches Willkommen zurück, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, beim Warframe Walkthrough. Wir sind ja in der letzten Episode etwas unsanft zum Halten gekommen hier bei der Mission Kepler, die wir nicht machen können, weil wir keinen Arcwing besitzen. Aus diesem Grund werden wir heute hingehen und unsere Aufmerksamkeit der Arcwing-Quest widmen. Die annehmen und mal schauen, was wir gesagt bekommen. Wir kriegen erstmal ein bisschen Post. Mal sehen, was haben wir hier? This is the master blueprint for the Odonata Arcwing, the first of many Arcwings. To complete it, you must find its component parts. Unfortunately, an ancient Orican archive detailing the locations of the parts was recently stolen by the Corpus. Your first job is to recover this archive. Hurry. The Arcwing needs to be ready before the Baylor Fomorians launch their first attack. Alles klar, die Lotus hat uns die Blaupause für den Odonata Blueprint gegeben und wir müssen jetzt die einzelnen Komponenten finden, um ihn bauen zu können. Genau das werden wir jetzt machen, aber wir gehen auf Solo, weil Quests möchte ich lieber nicht mit anderen zusammen machen, sondern das Ganze alleine erleben. Und was sie eben gesagt hat, ist, dass die Corpus da wohl was gestohlen haben. Eine Karte, die uns zu den verschiedenen Komponenten führen kann. Deswegen werden wir jetzt mal hingehen, den ein bisschen auf die Mütze hauen. Das hat ja in der letzten Episode schon ganz gut geklappt. Und uns die Karte zurückholen. The Corpus have snuck into the void and secured crucial Orican archives detailing the hidden locations of much needed Arcwing parts. Your mission is twofold. Cut off their access to the void and recover the data. Okay, also was wir machen müssen ist... Die Corpus haben wohl ein Void-Portal ins Orokin-Void geöffnet und wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die Corpus aus dem Void verjagen und dann hingehen und selber nach den Parts suchen. Und genau das werden wir jetzt machen. So, wir sind jetzt hier im Void, das heißt, wir können auch, wenn wir einmal unterwegs sind, hingehen und ein paar Mods in den Secret Rooms sammeln. Das hier ist einer dieser Secret Rooms, da können wir nämlich hingehen. Dann gehen wir hier durch und in der Mitte da hinten öffnet sich ein... Hoppala. Öffnet sich ein Raum, wo wir dann Mods bekommen können. Und wenn wir zurückgehen, hat sich dann hier auf der Seite derselbe Raum geöffnet, wo wir gerade noch so reinkommen und uns dann eventuell, nein, keine Mods holen können. Schade. Keine Mods heute, macht aber auch nichts. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier mit diesen Lasern. Die machen nämlich böse, böse Aua, wenn wir nicht aufpassen. Parkour-Movement ist hier natürlich von Vorteil, wenn man da schon ein bisschen Erfahrung hat. Aber ich finde es ganz cool, dass wir hier ins Void reinkommen, bevor wir das Void offiziell freigeschaltet haben. Aber bis zu unserem ersten Void-Arm ist es auch nicht mehr so lange hin. Was ich mich allerdings frage, ist, weil diese Mission ja hier eigentlich auf der Venus ist, ob wir hier Venus-Drops bekommen oder ob wir tatsächlich Void-Ressourcen gedroppt bekommen. Ne, wir bekommen Venus-Ressourcen, schade. The portal only allows travel in one direction. Start up the portal generators to reverse the polarity. Gut, was wir machen müssen, ist, wir müssen jetzt hier das Portal verändern, weil aktuell ist das Portal so, dass man von außen ins Void rein kann und wir müssen jetzt diese beiden Konsolen hier hacken, damit wir die Polarität umkehren und dafür sorgen können, dass wir jetzt aus dem Void rauskommen, um das zu zerstören, was die Corpus auf der anderen Seite aufgebaut haben, um ins Void reinzukommen. Natürlich wollen die Corpus nicht zulassen, dass wir das machen und genau aus diesem Grund werden wir hingehen und diese Konsole erbittert verteidigen. Aber mit unseren frisch gemoddeten Antikorpus-Waffen ist das natürlich hier alles überhaupt kein Problem. Macht das Exalted Blade mal gerade aus. Denn, zweite Konsole muss natürlich auch noch gehackt werden. Denn, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, was auch immer uns auf der anderen Seite erwartet, könnte eventuell dringender die Aufmerksamkeit unseres Exalted Blades brauchen, als das, was hier kommt, weil das ist auch so mit dem Bo noch ganz gut zu schaffen hier, die paar Corpus. Die kann man recht einfach umhauen. Okay, wo war das jetzt ein Headshot? Keine Ahnung. Beschwer mich allerdings natürlich nicht.
Und schon haben wir das Portal offen. Jetzt gehen wir durch. Jetzt müssen wir den Void Key suchen, den hier reintun, um das Portal wieder zu schließen. Auch ganz interessant, das hier ist der erste Blick auf das Europa-Teilzeit, meine Lieben. Das hier bekommt man nämlich erst zu sehen, nachdem man auf dem Jupitermond Europa war. Das ist nämlich hier dieses vereiste Korpus-Teilzeit. Da haben die Korpus wahrscheinlich von Europa aus dieses Portal gefunden und geöffnet. Hoppala, das war eine explosive Kiste, das wollten wir natürlich nicht. Und das ist der Grund, warum wir hingehen und unsere Energie aufsparen. Denn dieser Boss hier ist ein Lappen. ich hatte gedacht, er könnte eventuell schwieriger sein. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, was diese Arkwing-Quest für uns bereithält. Das stimmt auch, aber ich kenne diesen Missionstyp, diesen Void-Sabotage-Missionstyp, den wir hier spielen. Und da gibt es immer einen Boss auf der anderen Seite des Portals. Das heißt, beschimpft mich nicht als Lügner. Ich weiß nicht, was die Arkwing-Quest für uns bereithält. Ich kenne nur diesen einen Missionstyp hier. Und was wir jetzt machen, ist den hier reintun. Das Portal kollabiert dann und wir versuchen dann so schnell wie möglich hier rauszukommen. Ich wäre sehr dankbar, wenn der Wegpunkt vernünftig gesetzt wäre, sodass ich auch weiß, wo wir lang müssen. Vielleicht hier lang? Ja, sehr gut. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sehr gut, das war das Orokin-Archiv. Jetzt wissen wir, wo die Arkwing-Parts sind. Sehr gut. Die Korpus können jetzt nicht mehr ins Void rein. Wir haben jetzt die Pläne für die Aufenthaltsorte der verschiedenen Arkwing-Teile. Das heißt, Spielsatz und Sieg für die Tenno hier in dieser Episode mal wieder. Aber wir werden es natürlich für den heutigen Part nicht nur bei dieser einen Mission belassen. Das wäre ein bisschen sehr kurz. Kriegen sogar ein Relikt hier als Belohnung. Mal schauen, wohin uns dieses Orokin-Archiv jetzt führt. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass wir jetzt die Cephalon Suda Standing bekommen. Gut, wie schon gesagt, wir wissen jetzt die Aufenthaltsorte der Arkwing Parts. Und wir schauen uns jetzt erstmal an, wo wir die Blueprint für den Arkwing herbekommen. Die bekommen wir von der Mission Aphrodite auf der Venus. Und mal schauen, was wir da so Schönes machen dürfen. Led us to this location. Defend the extractors until you find an Arkwing part blueprint. Ah, sehr interessant. Wir müssen jetzt eine Excavation machen. Finde ich sehr praktisch, weil Kryotik kann man sowieso immer gebrauchen. Allerdings hätte ich gerne ein bisschen mehr Energie, bevor es losgeht. Noch so 25 mehr wäre ganz nett. Dann haben wir nämlich einmal ein volles Exalted Blade. Da haben wir die Energie, sehr schön, sogar 50, mehr als wir brauchen. Oh, da ist einer von diesen Kofferträgern hier, so nenne ich sie immer ganz gerne, die diese Batterien tragen. Dann können wir direkt eine Batterie reinhauen, Exalted Blade anmachen und alles umhauen, was hier irgendwie versucht, unseren schönen Excavator anzukratzen, weil der soll natürlich unverwundet bleiben. Noch eine Batterie, das ist sehr gut, dann verliert er auch keine Energie hier oder ist immer schön voll, besser gesagt. Auch da, keine Ahnung, warum das jetzt als Headshot zählt. Huch. Ihr seid schnell. Weil ich auch anmerken kann, immer wenn ihr den Excavator mit einer Batterie auffüllt, dann werden instant die gesamten Schilde des Excavators wieder aufgeladen. Das heißt, ihr könnt sozusagen eine Notfallbatterie immer mal parat haben, für den Fall, dass irgendein Gegner rankommt und sofort richtig viel Schaden drückt und ihr dann halt aufpassen müsst. Oh, unser Exalted Blade ist aus. Das ging schneller, als ich erwartet hatte.
Wir könnten jetzt schon direkt einen zweiten Excavator anmachen, aber laut Missionsbeschreibung brauchen wir nur 100 Kryotik. Und das sollte mit diesem einen Excavator hier schon getan sein. Wir könnten natürlich reingehen und mehr Kryotik machen, aber mir geht es jetzt eher darum, dass wir die Mission hier fertig kriegen. Deswegen lassen wir den B-Excavator auch gerne mal sterben. Das juckt mich jetzt nicht so sehr. Okay, wir sind jetzt genau an dem Punkt angelangt, wo ich eben von gesprochen habe. Der A-Excavator hat jetzt sehr viel Schild verloren, deswegen haben wir den mal schnell mit einer Batterie wieder aufgefüllt. Und da haben wir auch schon die Blueprint für die Wings, für die Flügel. Deswegen darf B jetzt gerne sterben und wir gehen direkt zum Extraktionspunkt und haben die Flügel schon fertig. Ups, da ging es nicht lang. Auch hier übrigens das Europa-Teilset. Nicht das klassische Venus-Teilset hier in der Mission. Na komm, geh hoch. So. Ich glaube, der Bo wird von allen Sachen hier am ehesten fertig. Danach der Excal. Und danach irgendwie der Rest hier. Ich habe halt echt keine Lust, die Bratton und die Lato zu spielen, weil sie einfach nicht gut sind aktuell mehr. Oh my, the operator has returned with an Arcwing part blueprint. You must forge it immediately. It won't be long now until you are flying through the skies like a winged death machine. Winged Death Machine gefällt mir gut, aber bevor wir hier irgendwas bauen, gehen wir hin und suchen uns erstmal den zweiten Teil, und zwar den Harness, also den Torso-Teil, sag ich mal. Und mal kurz was trinken. Wieder eine Excavation, diesmal allerdings gegen Grineer. Hätte ich vielleicht darauf achten sollen, dann hätten wir hingehen und Corrosive mitnehmen können, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. So, die Batterie nehmen wir direkt schon mal mit. Na komm. Ist ja wie gesagt nur ein Extractor und geht ja schnell. Oh, einmal im Vorbeiflug schnell gekillt. Keine Gnade hier. So, Exalted Blade an, Energie ist voll. Hingehen und die Gegner wegschnetzeln. Direkt noch eine Batterie am Start, sehr schön. Ja, mit dem Exalted Blade, auch wenn wir hier das falsche Element drauf haben, weil Gift alleine gegen die Grineer funktioniert nicht. Das muss gepaart mit Elektro zu Corrosive werden, damit wir Bonus Damage bekommen. Aber mit dem Exalted Blade macht selbst das keinen Unterschied, denn es macht verdammt viel Schaden. Auch einfach, weil wir jetzt ein volles Pressure Point auch drauf haben, um noch mehr Melee-Schaden zu machen. Das ist schon sehr, sehr gut. Also da kann man nichts gegen sagen. Ah, wo sind die Gegner? Die Grineer hier auf der Erde sind immer richtig gut getarnt, da muss man genau hingucken. Und unser Exalted Blade ist gleich aus, das ist nicht schön. Aber zum Glück haben wir da einen neuen Batterieträger, der uns jetzt eine neue Batterie beschert, mit der wir den Schild wieder voll aufladen können. Und noch ein Batterieträger, das wird ja immer besser, meine Lieben, wird ja immer besser. Auch hier wieder zweiter Extractor, könnten wir jetzt schon anmachen. Allerdings brauchen wir den einfach nicht, deswegen machen wir es auch nicht. Upsi, da ist der Schild weg. Schnell die Batterie rein, um den Extractor zu schützen. Ein Frost oder ein Limbo hier wäre Gold wert in der Quest. Generell bei Extractions sind das zwei sehr gute Frames, weil man damit halt sehr schön mit ihren Skills diese Excavator hier schützen kann, damit die keinen Schaden fressen. Aber für den Anfang hier, für diese Quest, ist selbst der Excalibur hier noch ganz in Ordnung. Wir haben auch genug Batterien hier in der Nähe, um zur Not immer wieder den Extractor aufladen zu können, aber der ist jetzt schon fertig. Und damit müssten wir unseren Harness auch schon haben. Sehr gut. Den Harness haben wir. Jetzt müsste uns noch ein Teil fehlen. Weil normalerweise werden hier Warframes und Arcwings aus drei Teilen zusammengebaut. Und dann haben wir alle Sachen schon zusammen. Ging schneller als erwartet, weil diese Excavations, wo man nur 100 Kryotik braucht, sind natürlich schnell gemacht. Kann man jetzt nichts anderes sagen. While it extracts the artifact.
Na Leute, was machen wir? Schauen wir nochmal in die Secret Rooms hier hinten rechts und links rein. Waren wir schon lange nicht mehr, wir waren auch schon eine Weile nicht mehr auf der Erde, deswegen könnten wir das ja eigentlich mal... Das wollte ich nicht. Könnten wir das ja auch eigentlich mal machen und genau das werden wir jetzt auch tun. Haben wir hier irgendwas Schönes, paar Ressourcen. Ich würde es ja feiern, wenn wir mal eine Ayatan-Skulptur bekommen würden. Einmal habe ich hier eine gefunden. Aber nee, heute gibt es hier nichts Besonderes, nur ein bisschen Credits. Aber den Versuch war es trotzdem wert. Auch hier wieder ein bisschen Cephalon Suda gemacht. Dann können wir vielleicht bald schon unser erstes Rank-Up machen. Jetzt fehlt nur noch ein Part und zwar die Systems, die bekommen wir wo? Wieder auf der Venus? Oder war es die richtige Mission? Ja, wieder auf der Venus. Diese Orokin-Archive sind echt brauchbar, muss man jetzt schon sagen. Oh, wir haben Infested. Sehr gut. Gift ist nämlich, soweit ich weiß, auch ganz gut gegen Infested. Und das besonders Schöne bei Infested ist, sie haben eigentlich alle nur Nahkampfangriffe. Das heißt, wir sind hier perfekt damit bedient, dass wir hier einfach neben dem Extractor stehen und alles umhauen, was ihn umhauen will. Einziges Problem ist, dass bei Infested die Batterien von so fliegenden Ospreys gedroppt werden. Die müssten wir dann abschießen, weil da kommen wir mit dem Bo wahrscheinlich nicht so gut dran. Huch, warum macht die Bretton auf einmal Schaden? Was ist denn hier los? Aber noch so ein Osprey wäre jetzt ganz schön. Oder generell Gegner. Ja, die sollen mal herkommen. Warum kommen keine Gegner? Da haben wir doch einen. Sehr schön. Und noch einen. Ja, besser geht's doch nicht. Das Einzige, was mich jetzt noch mehr aufheitern könnte, wäre noch einer. Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen Zeit wieder. Fühlt sich schon so ein bisschen einsam an hier. Hört sich so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm. Aber ich glaube irgendwie, dass hier heute keine Gegner spawnen wollen, einfach. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Wir haben jetzt unsere Energie, die wir brauchen. Dann stehen wir einfach hier ein bisschen rum. Hauen ein, zwei Gegner um. Warten noch 16 Sekunden und dann sind wir auch schon wieder fertig. Da sind die Odonata Systems und jetzt nichts wie auf nach Hause. Eine Sache, die mir übrigens einfällt, das habe ich in einem uralten Warframe-Video mal gesehen. Diese Türen hier waren nicht immer so animiert. Die sahen früher mal richtig cool aus, so in der 2012er, 2013er Version. Ihr kommt dann hier an und dann sind die wirklich so ganz langsam und ganz schwer zur Seite aufgegangen, wie so richtig große, schwere Tore. Das fand ich richtig cool. Das haben sie wahrscheinlich aus Gameplay-Zwecken verschnellert. Aber sah auf jeden Fall ziemlich cool aus.
Jetzt müssten wir alles zusammen haben. Und da wir jetzt alle Teile zusammen haben, können wir sie in der Schmiede einfach bauen. Das Schöne ist, so wie es aussieht, haben wir genug Ressourcen für all das hier. Allerdings dauert es 30 Minuten, bis die fertig werden und dann nochmal eine Stunde, bis wir den normalen Arkwing hier, den Odonata dann aus diesen Teilen hier gebaut haben. Das heißt, es werden wir natürlich in diesem Part hier nicht alles gemacht bekommen. Aus diesem Grund werde ich jetzt einfach mal so frei sein und den Part an der Stelle hier beenden. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn der Arkwing komplett fertig gebaut ist. Und dann werden wir die Arkwing-Quest abschließen, damit wir auf Phobos hier endlich den Sergeant killen können. Meine lieben Topfpflanzenfreunde, ich hoffe, dieser kleine Exkurs hier ins Void und auf die Venus und nach Europa und sonst wohin hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und einen Daumen und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer Blacky, over and out.